Yo, moinsen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships Replay Time. Ja, nee, das war jetzt eigentlich so ausgedacht. So, wir sind in der Cleveland und hier seht ihr unser Gegnerteam. Es ist kein Carrier, das heißt, die Cleveland kann ihre Stärken, nämlich die Flak, nicht wirklich ausspielen. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Ja, gut. 4 Zerstörer in jedem Team. Das ist... Ne, 5 haben die Gegner. Kann man machen. Mit einer Cleveland sehr von Vorteil. Und das hier ist die Kamikaze R. Und dort hinten die Clemson. Die Kamikaze R ist einem Event zugehörig, das, ich glaube, vor kurzem geendet ist. Ja, Cleveland bewegt einen Arsch. Und zwar musste man da irgendwelche Perlen sammeln. Hat durch die Perlen Vorteile gekriegt. Und... ja, dann hat man eigentlich durch die Perlen, wenn man da genug hatte, ich glaube 12.000 oder so waren es, hat dann jeder, der daran teilgenommen hat, die Kamikaze eher gekriegt. Eigentlich nur eine Minikaze. Etwas besser. So, schießen wir mal. Stellen wir den Ton ein Stück runter. Weil es ja dann doch schon ziemlich laut ist, ich kann mich selbst kaum verstehen. Ob das jetzt was geändert hat, weiß ich nicht, aber... auf jeden Fall, wir schließen auf die Furutaka und ich glaube, wir treffen die überhaupt nicht. Bis jetzt gehen alle vorbei. Ich glaube, das wird doch so bleiben. Jetzt versuchen wir es mit AP, weil die Furutaka nicht unbedingt die beste Panzerung hat. Und AP schneller fliegt. So, kann man auch schon sehen. 3 Hits, 2000 Schaden. Oh, die hat eine Zitadelle gefressen, würde ich sagen. Aber jetzt das gute alte, wir treffen nix, ne? Kennt bestimmt jeder, muss ja nicht mal World of Warships sein. Andere Spiele ist es ja genauso. Immer noch keinen weiteren Hit. Mich traurig und jetzt sehe ich da vorne, guck mal, da ist eine Minikaze, die habe ich aber nicht beachtet und hier fährt eine Isokaze und eine Cleveland nebeneinander. Die Cleveland ist nicht auf mich fokussiert, bedeutet für mich AP laden und rauf. Und das wird der Cleveland sehr böse zu stehen kommen oder so ähnlich. So, da haben wir erstmal die Scout von dem runtergeschossen und jetzt wumms, 7000 Schaden, 10 Level. Treffer. Und es geht weiter, sie ist immer noch nicht auf mich fokussiert, aber ich glaube, sie dreht so langsam ihre Turrets auf mich. Hat gemerkt, da ist jemand. Und ja, jetzt kommen die Isokaze-Torpedos, aber den kann man gut ausweichen. Was ich hier auch gerade mache. Und das war's mit der Cleveland. Jetzt hatte ich überlegt, entweder Isokaze oder Minikaze. Schieß auf die Isokaze und jetzt nicht dort vorne, Minikaze ist gerade relativ low. Will auf die Minikaze schießen, aber dann sehe ich, die brennt und die ist gut wie tot, also schießen wir dann doch lieber auf die Isokaze. Und da habe ich gefressen. Da hat mir die Kongo eine Zitadelle reingedrückt. Das war, ja. Es war blöd von mir, mit der Breitseite zu ihm zu fahren, von daher. Nee. Dort hinter ist noch eine Mutsuki. Wie heißt der Typ? Panzer Sisu. Der wird sich dann noch beschweren. Das werdet ihr dann im Chat sehen. Auf jeden Fall erstmal alles, was geht, auf die Mutsuki drauf. Logischerweise, er zeigt seine Breitseite zu mir. Ich habe eine Cleveland, oder bin eine Cleveland. 7 Kilometer Entfernung ist nicht allzu viel, das heißt, man kann nicht treffen. Und der dürfte jetzt gleich hinter dem Smoke verschwinden. Hier sehe ich die Furutaka, die Lowlighters. Schießt auf die. Allerdings sollte die, glaube ich, sehr knapp überleben. Mal gucken. 1800. Hm. 900. 900 hat die Sau überlebt. Meine werde ich dann wohl nicht mehr kriegen. Beziehungsweise fährt er einen Weg, den ich nicht fahre und deswegen kann ich ihn nicht abfangen. Hm. Traurig, traurig.
So, wie sie sehen, sehen sie nichts. Kein Zerstörer mehr. Aber da hat man ihn gekillt. Oder sehe ich unten im Chat? Lacker. Ja. Was kann ich dafür, wenn er seine Repair-Party benutzt und dann ausbrennt? Da kann ich auch nichts für, ist nur mein Job. Es ist mein Job, den zu killen und ich habe nichts anderes getan. So, jetzt bin ich wieder entdeckt von irgendeinem Flugzeug. Ich weiß aber nicht welchem, weil ich hier keins sehe. Außer, da. Die Furutaka hat ihr Flugzeug hochgesendet. Ja, und weg ist es. Jetzt gucken wir nach Gegnern. Die Cleveland hat eine Feuerreichweite von 14,6 Kilometern. Das heißt, es ist gerade nichts aus der Reichweite, außer eventuell dieses Kongo, aber die ist in der Berg. Dafür kommt aber jetzt die Nürnberg in Reichweite hier vorne. Wie er sich aufregt. Und dort vorne ist auch die Isokase. Und ich muss sagen, die ist ziemlich mutig. Die macht etwas, das man, wie gesagt, als Zerstörer eigentlich nicht wirklich machen sollte. Wenn man einen Zerstörer hat, erst recht, wenn die Isokase Tier 4 ist und auf dich kommt ein Tier 6 Zerstörer zu, dann würde ich mich so schnell verpissen wie möglich. Aber der Kerl, nee, der will mich lieber beschäftigen. Kriegt er auch erstmal ganz gut hin. Und dann, irgendwie hatte ich da gerade Schwierigkeiten mit dem Reinzoomen, was auch immer da los war. Aber hier ist die Nürnberg. Die Nürnberg feuert auf unsere Leute, also schießen wir auf die Nürnberg. Die Isokase kann mir gerade eh nichts. 2000 Schaden, nicht schlecht, nicht gut. Aber wir schießen erstmal weiter drauf. Isokase 7 Kilometer entfernt. Ich werde mich trotzdem erstmal auf die Nürnberg fokussieren. Die ist gerade ein wichtigeres Ziel. Die hat mehr Leben und kann mir mehr Schaden machen als die Isokase. Bei der Isokase kriege ich ja wenigstens den Torpedo-Alarm, wenn sie welche abschießen sollte. Jetzt drehe ich meinen Buch zur Nürnberg, damit die mir keine Zitadelle geben kann. Das wäre nämlich sehr schmerzhaft. Und da überlebt sie mit 700, 600, sie würde ausbrennen, aber ich will den Kill haben und klaue ihn mir. Bam. Dritter Kill. In 7 Minuten. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. So, dann brennen wir die Isokase auch wieder an. Da weicht sie aus. Es ist... Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gut spielt, weil sie faced die Cleveland, aber... Hier brennt sie wieder. Eigentlich kann ich jetzt aufhören zu schießen. Sie brennt aus, aber... Na. Wer hat, der hat, ne? Bam. Und das war der vierte Kill. So. Innerhalb von... 7,5 Minuten ungefähr. 4 Kills gemacht. 41.000 Schaden. Und es sind nur noch 3 Gegner übrig. Ja. Wenn wir aufs Scoreboard gucken. Da sehen wir ein paar Torpedos ankommen. Wenn wir aufs Scoreboard gucken, ich habe 4 Kills. Der Rest meines Teams hat alle... Naja, die meisten haben nicht viel gemacht. Nennen wir es so. Und der Beste aus dem Gegnerteam hat gerade auch 2 und ja, ist tot. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass wir dieses Spiel sehr sicher gewonnen haben. So, was ich jetzt so versuche... ist zwischen C9 ist das und B7 die Schiffe zu kriegen. Wie man aber sehen kann, die Kamikaze fährt auf den auf die Kongo zu. Ja, Kamikaze halt, ne? Und ja, eigentlich etwas, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, etwas Dummes. Denn sie wird sehr nah ranfahren, um halt auch hundertprozentig die Torpedos zu treffen. Wird aber dann von den Secondaries erledigt. Da sieht man, sie kriegt ganz gut Schaden dadurch. Jetzt gerade noch nicht so, genau. Da sieht man's. Sie fährt wirklich sehr nah an die Kongo ran. 2 Kilometer dürfte das jetzt sein, ungefähr. Das können wir hier auch gleich sehen. Das wollte ich unbedingt sehen, was die da macht und ob sie überlebt. Jetzt gerade ist doch der Scheißberg im Weg. So, und da sehen wir's. Da sind die Torpedos. Weg ist die Kongo und die Kamikaze eher, aber auch gleich. Ach ne, dann waren es gar nicht die Secondaries der Kongo, dann war es wahrscheinlich die Cleveland, die Kamikaze geklärt. Ja. Tonetti, passt das? Passt. Die Cleveland hat unseren Zerstörer weggeholt. Ja, und das Einzige, was ich jetzt noch versuchen werde, ist, mir irgendwie den Kill von der Cleveland, also den Kill an der Cleveland zu klauen. Wird nicht klappen, aber wie gesagt, es war trotzdem ein sehr erfolgreiches,
erfolgreiches Match. Wir haben gewonnen. Und ich packe euch dann am Ende des Videos, eigentlich könnte ich das jetzt machen, noch ein paar Screenshots rein von dem Ergebnis halt. Wie ihr sehen könnt, immer noch oben eine Tiefstelle, 4 Schiffe versenkt, 85 mal getroffen, 2 Flugzeuge runtergeschossen, 8 mal kritischer Schaden und 6 Feuer. Eigentlich ganz gut, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!